Mein Name ist Ayşe Nazlı Ilıcak. Ich bin 73 Jahre alt und arbeitete seit 45 Jahren als Journalistin, Politikerin und Buchautorin. Ich habe mehr als 10 Bücher verfasst und war zuletzt Kolumnistin der türkischen Tageszeitung Özgür Düşünce. Ich wurde am 26. Juli 2016 verhaftet. Seit mehr als 800 Tagen sitze ich in Haft, weil ich von meiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe. Am 16. Februar 2018 wurde ich zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anschuldigung lautet: Teilnahme an Bestrebungen, die verfassungsmäßige Ordnung der Türkei mit Gewalt und Zwang beseitigen zu wollen. Mein ganzes Leben lang war ich gegen eine Militärherrschaft und habe mich immer für die Benachteiligten eingesetzt. Mein Name ist Ayşe Nazlı Ilıcak. Ich bin Journalistin, Politikerin und Buchautorin.